Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu mit allen fünf aus dem Team Pietsmeet. Hallo. Und Andi als unser fantastischer Moderator. Korrekt. Und heute drehen sich die 50 Fragen um Popkultur. Poppen! Das heißt, Andi hat keine Ahnung von dem, was jetzt gleich gefragt wird. Naja, also ich muss sagen, die Fragen, die hat Clemens vorbereitet. Vielen Dank dafür. Und es ist anders Popkultur, als ihr es vielleicht euch teilweise denken würdet. Oh, es geht um Sex. Es ist Sex. Sehr gut. Gina White. Ja, also es ist teilweise auch Popkultur vielleicht aus vergangenen Zeiten. Was mal so. Also was so Nerds Anfang des 20. Jahrhunderts so als Popkultur bezeichnet hätten. Ah, das Rad, also, was du mit so einem Stock gedreht hast. Zum Beispiel. What the fuck? Naja, also ich bin mal gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Wir gehen zur Frage Nummer 1. Okay. Von welchem Künstler? Michael Jackson. Das ist falsch. Ein Punkt für alle anderen, fünf bei korrekter Antwort, also, logischerweise. Aber mal richtig, er versucht zu antizipieren, alles versucht. Also, folgende Frage zur Popkultur. Von welchem Künstler stammt das bekannte Gemälde Sternennacht aus dem Jahr 1889? Nicht Michael Jackson? Sepp, was hast du gesagt? Ja, ist ja anscheinend irrelevant, was der Buzzer sagt. Van Gogh? Yes, das ist korrekt. Oh Gott, ja, bitchy Sepp, Junge. Ja, weißt du, dann lieferst du direkt die richtige Antwort. Richtig, ja, in der Zeit hast du gegoogelt doch. Ja. Sassy Sepp, ey. Ist halt nicht genau das Bild, was wir letztens hatten, was wir irgendwo gesehen haben. Genau, ja, hatte ich wieder vergessen von wem. Vergessen mussten. Ja, aber genau, weil das war der Schrei, glaube ich, war das, ja. Stromberg? Schrei. Ja, mal einfach weiter mit Frage 2. Was ist, und das solltet ihr mir bitte erklären, ein Stillleben? Jay. Das ist ein Bild, was gemalt wurde, und zwar ist das. Schnauze. Da sind keine lebenden Lebewesen drin. Also, es ist dann quasi ein Apfel oder sowas oder ein Stift oder sowas, was halt quasi gemalt wird. Also, kein Mensch oder kein Tier, was dann gemalt wird. Ja, das lasse ich so gelten, exakt gut erklärt. Also Blumenkorb zum Beispiel. Exakt gut erklärt. Blumen leben doch auch. Nicht ja, sehr aber gut. Kein Bewegung. Reglose Gegenstände steht hier auch. Also alles, was ein Vegetarier essen würde, Auto. Darf da rein. Alles, was nicht fliegen kann. Zum Beispiel. Frage 3. Steak machen. Wir gehen in die Musik. Aber nicht vegetarisch. Aber dürfte man malen, ja, da hast du recht. Wie heißt der Sänger des Liedes aus dem Michael Jackson? Nein. Mann! Aus dem folgenden Zeilenstamm. Wie heißt der Sänger? Holla, hier, hier. Holla, die Holla, die Ho. Christian? Heino. Ja, korrekt! Hey, ich glaub, das von Heino. Hey, das war doch Heidi. Genau. Es war Heino mit Scheidi. Dem Song mit dem Gassenhauer Blau blüht der Enzian. Ach, das war Heidi. Ich hätte jetzt auch an Heidi gedacht. Scheidi. Ja. Scheidi. Ins Maul. Frage 4. Ihr tippt bitte ein, das ist eine Schätzfrage. Okay. Aus welchem Jahr stammt das Lied Like a Prayer von Madonna? Oh, das. Boah. Das ist die Frage, ist das 18. oder 19. Jahrhundert? Wieso kann ich mit dem Namen Pet nicht tippen? Doch, kann ich. Bei der Medusa. Keine Ahnung. Kann das sein, dass Jonathan Michael J. abhält? Michael mehr Jay? Hat als warum ich? Bin ich Michael J.? Michael Jackson, Mann. Weil ich Michael vielleicht Jay. Schon erklärt habe, was ein Stillleben ist, du Pfeife. Michael J. Oh, stand bei Jay Nase. Im Freundebuch stand da auch, er möchte Michael Jackson als Vorbild haben, ne? Ja, deswegen haben wir ihn auch immer Michael J. Mit Sicherheit genannt. Ein anderer Michael. Oh, das kann sein. Ich habe Michael geschrieben, sehe ich gerade. Warte mal hier, so Michael. Du sollst ein Ja aufschreiben. Ja, habe ich. Gut, ja. Alle haben eingeloggt. Die früheste Schätzung kommt von Jay und Christian, beide sagen 1982. Dann gehen wir zu Sepp, 1989. Bram sagt 1995. Peter sagt 2001. Wow, Peter, da war die noch jung. Wir haben Person eine oder mehrere, die exakte Treffer jagen. 92. Er wollte einfach nicht sagen, dass Jay und ich nicht getroffen haben. Es war Sepp mit 1989 exakt getroffen.
Ich bin mittlerweile also gläsern für euch. Ihr könnt mich zu gut lesen. Ja, Andi hat sich da richtig reingefuchst in die Moderatorenrolle. Finde ich gut. Ja. Frage 5. Wie heißen die beiden Buben, die in einer Bildergeschichte vor... Bram. Max und Moritz. Yes. Nice. Das ist Popkultur. Also seht ihr genau, Popkultur. Es geht hier um Popkultur. Ich weiß nicht, wie alt Clemens ist, aber muss 150 Jahre alt sein. Max und Moritz habe ich auch gelesen. Ja, Peter ist auch 150. Der kam doch, die kamen doch auch vor bei dem hier. Struwwelpeter. Struwwelpeter, genau. Echt? Ja. Ja, ist das, ja, sind da die Welten fusioniert in den beiden Geschichten? Ah, okay. Das ist quasi wie MCU. Also. Ja, genau. Ja, das ist da wurden Spider-Man endlich Teil davon. Dann wie Enten aufgeknöpft und gebacken, glaube ich. Avengers von 1930, ey. Der Struwwelpeter war Thanos. Der Mann Liga. Mit der Schere, der die Daumen abgeschnitten hat. Frage 6, Sepp führt aktuell mit 12 Punkten. Welches Equipment zeichnet Linus van Pelt in der Serie Die Peanuts aus? Welches Equipment? Man. Christian. Oh, das Schnuffeltuch. Jo, stimmt. Ja. Das ist doch die wieder was, was man nicht kennt. Das ich wollte gerade sagen, das ist das Peanuts Schnuffeltuch war Scheiß Peanuts. Aber ich mein die Schmusedecke. Ja, das war ich auch direkt wieder Flashbacks zu Wer bin ich? Stimmt. Wie irgendwie Tweety war oder sowas. Das war lustig. Jetzt kommen wir zu einer Kategorie, in der ihr euch bestimmt sehr gut auskennt. Kategorie Design. Frage 7. In Zusammenarbeit mit welcher Modemarke gelang Heidi Klum... Jay. Job. Nein. Gelang Heidi Klum... Versace. Jay. Nein. Victoria's Secret. Yes. Verdammt. Ah, der Durchbruch. Ja, 1997. So, ihr meine Heidi Klum-Fragen, Scheidi. Die kriege ich. Ja. Übrigens, wer hat Heidi Klum entdeckt? Thomas Gottschalk. Nee, das ist keine Frage. Nein, das steht hier nicht. Das ist keine der 50 Fragen. Ich würde es als Fun Fact hier anmerken. Ja. Dann sind mir die Punkte geklaut worden. Frage 8. Welche Modedesignerin erschuf das Kleid? Versace. Nein. Coco Chanel. Yes, Scheiße. Das kleine Schwarz. Ah, ich wollte Pfeffer Maffei sagen. Der kleine mit der Maffei. Das ist das Kleine mit der Warze. Ja, ich weiß. Okay. Frage 9, wir gehen in die Kategorie TV-Serien. So, jetzt müsst ihr ja aber abliefern. Ja. Welches Auto fuhr Kommissar Columbo? Oh, das. Um zu seinen Einsatzorten zu gelangen. Mir reicht die Marke. Cadillac. Nein. Brammen. Ein Audi. Nein. Was? Ein Ford. Nein. Jay. Ein Vauxhall. Ein Opel meinst du? Nein. Ja. Christian? Buick. Nein. Brammen. General Motors. Nein. Das gab es da noch nicht mal. Er konnte kein Auto fahren. Das ist doch scheinbar falsch. Doch, der hat so ein grünes der ist ein Auto gefahren. Ich hab das auch voll vor Augen. Aber das ist das Grüne, das ist das, was Mr. Bean immer umgeworfen hat, das Dreibeinige, ne? Ja. Ein Toyota! Nein. Nee, das wird doch eine amerikanische Marke gewesen. Da gehe ich auch von aus. Jay. Porsche. Nein, es ist keine amerikanische Marke, das kann ich euch sagen. Krass. Oh, okay. Dann heißt das natürlich das Fiat. Krass. Nein. Peugeot. Fiat Panda. Es ist ein Peugeot, das richtig, Brown. Nice. Okay, ist ein Peugeot. Ein Peugeot 403 KP. Da ist ein Megatier 16 Mal gedrückt. Inset gefunden. Ja, damit Sepp und Christian jetzt gleich auch 24 Punkte. Wir gehen zur Frage 10. Wir bleiben weiter bei den TV-Serien. Wie heißt die Serie, in der die Autorin Jessica Fletcher... Ach komm, Mord ist ihr Hobby, ihr Ficker. Alter, wie schnell er ist. Warum beleidigst du denn die Leute die ganze Zeit? Verstehst du mit dir nicht? Ich meine, ich gebe einen Ficker Follower. Ja. Frage 11, wir gehen in die Kategorie Literatur. Von Michael wem Jackson. Stammt die Ballade der... Nee, was? Doch, Jay. Erich Ribbeck. Das ist falsch. Yo. Von wem stammt die Ballade der Zauberlehrling, die auch heute noch Harry häufig Miller. Schulstoff ist? Wenig. Bram. Ja, dann wahrscheinlich Goethe oder so. Ja. Ja. Oh, nice. Frage 12. Nennt mir einen Roman des Schriftstellers Thomas Mann. Christian. Ah, fuck. Thomas Mann ist doch... Oh nein, das war der nicht. Oder der Homo Faber. War Max Frisch. Ich weiß nicht. Ja, genau, deswegen ist das falsch, Bram. Ja, die Buddenbrocks. Genau, das ist richtig, von 1901. Was hat der sonst noch so geschrieben?
Königliche Hoheit, der Zauberberg, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Dr. Faustus, der erwählte Bekenntnisse des Hochstaplers Felix. Dr. Faustus ist auch ein Porno. Ja. Das ist so wie Blut, der davon. Also, der Zauberberg ist, glaube ich, noch relativ bekannt. Aber, ja, sehr bekannt. Ich kenne nur Buddenbrooks. Wunderbar. Das ist schon mehr, als ich kenne, Bram. War Thomas Mann da sehr bekannt? Das wisst ihr jetzt aber. Frage 13. Von wem stammt denn das Buch Emil und die Detektive? Ach komm, geh doch weg mit Fick Emil und die Detektive. Ja, das ist dann, meine Fresse. Das hatte ich gerade auch schon. Was bist du denn jetzt so beleidigend? Wir haben gerade auch so... Wir haben Eric Kästner gesagt. Achso. Ich meine, ich Bram, ich meine hier... Andi. Ah ja. Alle anderen. Ja, okay. Ah, die Beleidigung ist okay. Nee, wir hatten gerade im vorigen Quiz hatten wir hier Emil und... ähnliche Fragen. Wie hieß das? Und dann kam Jules, oh ja, Emil und die Detektive kennt ja jeder. Ich dachte, so einer was. Ja, musste ich lesen. Ist wirklich sehr bekannt. Aber naja. Frage 14. In welcher Straße wohnt Sherlock? Ach, das ist in der Baker Street. Yes. Weißt du? Ja, die Nummer weiß ich. Ist das eine Frage? Ach so. Nee, ist keine Frage. Aber 21b. Oder? Also hier steht 221b. Ach, 200. Ja, 200. Ja, aber passt. In London, um genauer zu sein. Genau. Frage 15. Wie hieß das gescheiterte, wir gehen jetzt in die Kategorie soziale Medien, wie hieß das gescheiterte Facebook, Peter? StudiVZ. Nein. Christian. Oh. Oh. Meta. Nee. Nein. Jay. MSN. Nein. Wie hieß das? Wie hieß MySpace. So. Nein. Oh, gescheiterte Facebook-Pendant von Google. Brammen. Ach, von Google. Google Minus. Ah, Google Plus natürlich. Yes. Jetzt wäre es so gut, wenn du gemacht hättest. Alter. So, wir gehen zu Frage 16. Und zwar ist eine Schätzfrage, ihr dürft tippen. Wie viele Accounts hat der Microblogging-Dienst Mastodon? Mastodon? Mhm. Keine Ahnung, Alter, wie viele Accounts haben die? Was war denn Mastodon nochmal? Das war mal so eine Twitter-Alternative. Oh, okay. Oh, ja, stimmt. Reden wir von Deutschland oder weltweit? Wir reden von weltweit und zwar mit dem Stand, das ist vielleicht noch für euch relevant. 1978. Im März 2023. Scheinbar gibt es da keine neueren Zahlen. Peter, Alter. Ich danke dir wirklich. Hättest du mir nicht gesagt, dass das die Alternative gewesen wäre, war ich gerade so, das ist bestimmt so, ja, so einzelne Webseiten. Wie viele haben die da? Ich war so 2000. Ich bin ein Gönner. Du bist echt ein Gönner. Was hatten die wohl? Boah, keine Ahnung. Ja, irgendwie so weit. Die waren klein bestimmt. Ich sag mal. 4. März 2023, also da ist ja noch ein bisschen was passiert zwischendrin, nur mal so. Und alle haben eingeloggt. Die geringste Schätzung kommt von Christian. 3,5 Millionen, sagt er. Dann gehen wir zu Jay, nur kleiner Abstand, 3,8 Millionen. Peter sagt 6 Millionen, Sepp sagt 20 Millionen und Bram sagt 25 und 5 Millionen. Also 25 Millionen und 5, so rum. Und die richtige Antwort, es sind ungefähr 10 Millionen Nutzer. Dammit. Und da ist Peter am nächsten dran, ne? Wow, ja. Ich bin 4 Millionen weg. Ja. Ja. Dann bist du am nächsten dran. Dann nehme ich. Ich bin 2 Millionen weg. Ah, das ist eine Lüge. Wir gehen zur Frage Nummer 17. Und jetzt gehen wir in die Kategorie Mode. Alter, voll viele Kategorien. Schon wieder, Alter. Mode. Wir hatten noch vorhin schon Mode. Das war Design. Jetzt haben wir Mode. Das ist doch Schmutz. Was ist ein Friesennerz? Bitte, was? Kannst du das nochmal sagen? Ein Friesennerz. Ein Schal. Aufgesagt. Nein. Ein Bram? Kopftuch natürlich für die Friese, der Nerz. Nein. War es ein Nerz, nicht ein Pelz? Ich finde das interessant, weil. Ja, aber also das ist wahrscheinlich so ein billiger Pelz, weil die Friesen halt nicht so. Dann so ein Nerzmantel ist so voll teuer. Diesen Russenhut, den man kennt für die kalten Winter, weißt du, aus. Das ist ein Friesennerz. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Friesennerz halt. Nein. Denk mal an die aktuellen Charts. Junge! Ja, Helene Fischer oder was? Versteh den. Nee, Friesenjunge schon, aber. Ich kenne das Video dazu nicht. Vielleicht hat er ein Friesennerz an, aber. Das habe ich nicht gesehen. Also eine Skibrille ist es nicht, das so viel kann ich nicht sagen. Michael Jackson. 5,
4, das hat mit 3, den Hosenträgern. Ich kenne das Video 2, nicht, damn it. 1, und ich schließe das. Es geht hier auch um den Friesenerz, den Ostfriesenerz, und ist eine metaphorisch-ironische Bezeichnung für eine Regenschutzbekleidung. Also quasi so ein Poncho, könnte man wahrscheinlich auch sagen. Waren wir nah dran. Genau, ja, deswegen konnte ich da leider nichts gelten lassen. Frage 18. Welcher deutsche Modedesigner arbeitet Ach komm, Jay? Da gibt's doch nur einen. Job. Nein, Christian. Arbeitet, hat er arbeitet oder arbeitet Karl Lagerfeld? Ja, nein. Ich auch gesagt. Welcher deutsche Modedesigner arbeitet außerdem als Fernsehmoderator und Juro? Peter. Ja, das ist natürlich Guido Maria Kretschmer. Yes, natürlich. Ja? Der von Shopping Queen, Junge. Kenn ich nicht. Echt? Den kennst du. Aber der kuschelt doch immer in der Werbung. Das hast du bestimmt schon mal mit gesehen. Jawohl. Ja. Wenn die Werbung auf YouTube stimmt läuft, habe ich die schon mal gesehen. Ja, das ist so die Frage. Aber wenn es ein Fernsehding ist, dann kam bei Fernsehen war das zuletzt mal zur Bundestagswahl an. Ach so, okay. Nee, der kuschelt aber mit Lenoir. Guido Maria Kretschmer, absolute Legende. Ich denke, das ist ein Handballspieler. Hast du auch schon mit dem Fine Dining machen, oder warum sagst du das? Nee, aber ich muss den schon sehr häufig sehen, weil meine Frau diese Sendung sehr gerne mag. Ich war mal fast mit dem Essen. Der kam mir mal entgegen. Ich wollte in ein Restaurant gehen in Hamburg und dann haben sie mich abgewiesen, weil geschlossene Gesellschaft, damit ich wieder raus, und dann kam mir Guido Maria Kretschmer entgegen und dann wusste ich, ach, deswegen ist geschlossene Gesellschaft. Moment, ganz kurz, aber ich habe eine Anschlussfrage. Ja. So eine Situation ist für dich, du warst mal fast mit dem Essen. Ja. Ja, weil ihr gerade von Fine Dining mit Guido Maria Kretschmer, ja, ich kann auch meine Passgeschichten weglassen. Selbst wenn ihr im selben Restaurant Essen gewesen wärt, ja, warst du nicht fast mit dem Essen? Na, für mich schon. Für mich schon. Ich sehe mich da irgendwie connected mit dem. Er hat ihm quasi ein virtuelles High Five gegeben. Richtig. Da war ich ja auch schon quasi fast in der Bundesregierung. Warum? Mit wem warst du im Bundestag gelaufen? Ach so. Habe ich naja, fast beim Gesetzesentwurf mit abgestimmt. Ja, wenn ich mir angucke, wo teilweise im Bundestag sitzt, ist halt auch irgendwie kein Erfolg mehr. Ja, da wäre Bram auf jeden Fall noch ein Hoffnungsträger wahrscheinlich. Ich war fast mit dem Essen. Bram hat wenigstens noch zwei Augen, ne, im Gegensatz zu einem Bundeskanzler. Naja, Frage 19. Jetzt auf sowas runter zu reduzieren, ist aber schon... Kategorie Werbung. Und Haare. Wer dabei hieß sind. Der Erfinder, nee, wie hieß wahrscheinlich, der Erfinder der Anschlagsäule auf die Plakate geklebt? Martin Luther. Nein. Was? Okay. Ich verstehe. Ich hab kurz ein bisschen. Ich sag, als ob der hieß Herr Littfass. Der geht auch mal. Das lasse ich so gelten, ja. Den Vornamen braucht ihr mir nicht sagen. Ernst Littfass. Luther, ja. Auf jeden Fall Luther. Louis heißt er doch. Louis Schon, Littfass. Sehr gut. Frage 20. Zu welchem Unternehmen gehört der Slogan Vorsprung durch Technik? Komm, Christian. Audi. Yes. Genau, Vorsprung durch Technik ist Audi. Wir gehen in die nächste Kategorie Erfindungen. Frage 21. Geil. Für welche Erfindung waren die Gebrüder Montgolfier verantwortlich? Wie heißen die? Montgolfier geschrieben, also Montgolfier wahrscheinlich ausgesprochen dann, Brammen oder für den 18-Loch-Golfkurs. Das wären doch Schotten, oder? Krasse Erfindung. Vorher waren es nur 16, haben sie gesagt, nee, komm. Jetzt komm, machen wir. Haben wir zwei gehen raus. Filmkamera. Nein. Heißt das nicht, heißen die dann nicht Golfberg, Montgolfier? Ja, genau, aber Andi hat halt Golf, so richtig Golfier, weißt du, so richtig. Oh, ja, so wird es geschrieben. Montgolfier wahrscheinlich. Bram. Ja, die haben den VW Golf erfunden. Was könnten denn Franzosen erfunden haben? Logisch Straßen sind vielleicht. Ja, die könnten ja auch Schweizer sein. Amerikaner, und die hatten einfach so einen Namen. Ich gehe davon aus, dass da Franzosen sind. Pass auf, wir sind in der Popkultur. Ich sag, die haben einfach den Fernseher erfunden. Nein. Das Radio. Nein. Nee, haben die auch nicht. Aber. Die haben was erfunden. Den Plattenspieler. Also dieses Krötending. Vibrator. Also, ein paar Jahre später haben dann zwei andere Brüder was erfunden, was in die ähnliche Richtung geht, aber noch viel bahnbrechender war. Wenn ich euch den Namen sage, würdet ihr wahrscheinlich drauf kommen. Aber Karl Benz Brüder. Christian. Scheiße. Flugzeug. Das meinte ich mit den anderen beiden Brüdern. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ging in die gleiche Richtung. Also haben die den Heißluftballon erfunden. Yes! Nice! Predicted! Aber stark, oder nicht predicted, sondern. Aber richtig stark. Ich glaube, wir haben richtig Punkte verloren hier gerade. Naja, aber Bram führt aktuell mit 62 und dahinter kommt Christian mit 51. Immerhin.
Also immerhin. Frage 22. Welcher Amerikaner war der Erfinder des Blitzableiters? Brammen. Benjamin Franklin. Das war so klar, dass du das weißt. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, irgendwie war es klar. Kriegt ja auch immer dieselbe Frage gestellt. Wir gehen in die nächste Kategorie Sprache. Oh, da sehe ich mich. Das ja, wisst ihr jetzt. Sprachen-Main. Was war das Jugendwort des Jahres 2022? Scheiße. Krass. Nein. Krass. Bre. Nein. Scheiße, wie hieß das? Ja. Weißt du? Oh, ich weiß es. Ich dachte, ich war sicher, dass das Sass ist. Ein Bre, krass war das früher, davor. Nicht krass, Sass. Ach, Sass meine ich ja. Er weiß es nicht. Er weiß es wirklich nicht. Das ist richtig. Boah, ich habe das letztens noch gegoogelt. Das gibt's aber ich ja weiß auch noch, was das heißt, aber wie hieß denn das Wort? Was heißt denn das? Peter, das hieß, wenn du jemanden abgeschleppt hast. Oh, Brammen. Smash. Yes. Ja, Smash. Mann, und er verrät komplett darum, dem noch zu fliehen, der eh schon Erster ist. Frage 24. Soll er nicht dumm sterben? Welcher Musiker bekam als Erster einen Nobelpreis für Literatur? Welcher Musiker? Oh. Christian. Sting. Nein. Er ist ein Wrestler. Ed Sheeran. Nein. Was? Ed Sheeran? Helene Scooter. Scooter! Okay, warte mal. Erster. Christian. Eric Clapton. Nein. Na, Alter, keine Ahnung. Aber Jesus. Wer schreibt denn okay, auch? Okay, nur damit ich das vielleicht Jay wegnehmen kann. Michael Jackson. Der hat dann die OD an die Freude gemacht. Hat die welcher OD Musiker bekam als Bach, das Beethoven. Freude? Mozart, keine Ahnung, wer das ist. Das war ja, Beethoven. Beethoven, nein. Warum sollte Beethoven? Da gab es doch Popkultur ist doch später, oder? Das nicht? Ist doch viel später, ja, genau. Wenn Max so und Moritz gehabt, das ist 1500. Also, der hat einen Künstlernamen. Ah, den sollten wir mir nennen. In echt heißt er Robert Allen Zimmerman. Oh ja, Zimmerman. Dann weiß ich es. Ja, das ist Ratz. Was Ratze? Ja, nee, Robert Allen Zimmerman. Also, das ist natürlich Hans Zimmer. Der heißt nämlich eigentlich anders. 4, 3. Fallen so viele ein, aber. 2, 1. Und ich schließe die Frage. Muss ja Elvis sein. Es war Bob Dylan. Natürlich, okay. Alter. Yes. Ah. Ja, kann man der Drehgurke war. Schmeckt meistens gut zu Lachs, ja. Aber nur meistens. Frage 25. Wir gehen in die Kategorie Kinderliteratur. Boah, okay. Awesome. In welchem Haus lebt Pippi Langstrumpf? In der Villa Kunterbunt. Yes, richtig. Frage 26. Welche Farbe haben die Wunschpunkte im Gesicht von... Alter. Keine Ahnung, Purpur. Was sind denn Wunschpunkte? Ich weiß auch noch nicht, wo. Von weiß ich nicht, violett? Keine Ahnung. Ja, aber zwei Farben brauchst du doch. Hä? Wieso brauche ich zwei Farben? Hat er nicht gefragt, die zwei Punkte? Das ist nicht Purpur. Ich weiß das nicht. Worum geht's Peter denn? Ich habe keine ich Ahnung, worum es geht. Also, nee, verrät ja nichts. Nee, Purpur ist es nach. Nicht. Sepp. Rot. Nein. Können wir jetzt die Frage... Ich hätte gesagt, es ist orange. Nein. Von was? Vom Sams. Genau. Welche von Farbe Sams haben die Wunschpunkte im Gesicht vom Sams? Ja, das kannst einfach diesen braun, weil das sind Warzen. Quatsch, wie heißen die Muttermale? Hatten wir rot schon? Ich hab schon. Ja. Hatten wir schon, ja. Blau. Es ist blau, richtig. Blau? Sehr gut. Ja, blau. Aber der hat doch einen blauen blau Anzug an. Ich dachte, das beißt sich dann designtechnisch. So designtechnisch. Dann gehen wir lieber schnell wieder weg aus der Kategorie und gehen zur Bildhauerei. Da seid ihr Profis. Ja, jetzt kommen wir, okay. da sehe ich mich. Jetzt hau ich einen raus. Klassisches Popkulturquiz hier. Nee, das ist doch keine Frage, mein Freund. Nee, war noch nicht gestartet, aber jetzt. Peter. Leonardo da Vinci. Boah, falsch. Christian. Michelangelo. Ja, richtig. Das ist so lächerlich. Ja, wer schuf den David, wäre die Frage gewesen. Wer ist denn David? Das halt, weil die ist David? Nackt, hä? Die Figur, okay, die kennst du. Die ist nackt, weißt du, alle sind nackt. David. Das ist die klassische Figur ohne Arm da. Frisur, Alter. Die nein, die Frisur, Frisur ohne Arm ja ist doch eine Frau, das ist doch nicht Bein. David. Ist das, nein, ist das nicht, ist das nicht der auf der Krankenkassenkarte?
Nee, das ist wieder was anderes. Ja, aber ja, oder Sepp, ist Platon. Ich weiß, aber das ist, ne? Hast recht. Darf ich kurz gucken, wer der David ist? Ich denke schon, ja. Okay. Also den David habt ihr alle schon mal gesehen, ne? So überlebensgroß, glaube ich, auch sogar, ja. Weißer Marmor. Ah, der Bild ist halt mit den dicken Eiern, yo. Ja. Wusste ich doch. Der Dreimodrige. Okay. Richtig, der Originale, ursprüngliche. Frage 28. Wie heißt die Skulptur, die immer mit... Ach, scheiße. Michael Jackson. Mannequin Piss. Nein. Oh, Mannequin Piss ist gut, ja, das kenne ich doch. Wie heißt die Skulptur, die immer mit dem Bildhauer und Zeichner Auguste Rodin oder Rodin verbunden sein? Jay. Die Ronaldo-Skulptur in Funchal. Nein. Brammen. Die weiße Flagge aus Marmor. Nein. Die Was? Immer mit ihm verbunden sein wird, dessen Haltung an einen Philosophen erinnert. Ah. Oh. Ja. Der Denker. Yes. Oh, yes. Oh, der heißt auch nur der Denker. Fuck me. Die Transferleistung hat mein Kopf nicht gemacht. Ich dachte, der heißt der Denker. Hat es nicht gedacht. Frage 29. Welches Universitätsstudium, das ist jetzt Kategorie berühmte Menschen, hat Mahatma Gandhi durchlaufen? Was hat er studiert? Bram. Atomphysik. Nein. Bei dir ja. Weil die dann immer rumgeschmissen. Also wenn ich mir den so angucke, muss das Germanistik sein. Germanistik, in, da wo der wohnt, ja. Ja. Was könnte er wohl gelernt haben? Also es gibt so viele Studiengänge. Dann sage ich jetzt einfach mal Philosophie. Nein. Das würde war das überhaupt eine Geisteswissenschaft? Mit Sicherheit. Ja. Ach so, scheiße. Ja, also, ich war trotzdem Ingenieur. Nein. Wobei, ist das eine Geisteswissenschaft? BWL hat er studiert. Okay. Oh, wo ist denn das jetzt eine Frage? Ich will gerade nachgucken. Wo ist das jetzt eine Frage? Peter, soll ich dir jetzt sagen? Mathe. Ja, ich kann, ja jetzt, okay. Genau, ich kann jetzt sowas wie... Ist eine Geisteswissenschaft. Informatik schließe ich da mal aus. Da gibt's du bist doch ein Genie, Peter. Ich weiß. Echt, das ist eine Geisteswissenschaft. Oder? Ja, er hat Christian? Altgriechisch studiert. Nein. Wäre schon sehr speziell. Was könnte er denn gemacht haben? Was ist denn eine geile Geisteswissenschaft? Aber eine, wo Andi auch nachdenken muss, der kann jetzt nicht Religion studiert haben. Ja, oder Philosophie. Eine, wo man so hat man Glück, nicht man hat Pech, man hat Gandhi. Literatur ist bestimmt eine geile. Wo macht man denn viel mit Wörtern, aber macht nicht so viel Geistiges? Komedien. Steuern. Er ist Inder, ne? Kamasutra. Achso. Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Und ich schließe die Frage, es war Jura. Hör mal, so ein Geist weit weg von Steuern. Stimmt, aber ich musste erst nachgucken, ob Jura eine Geisteswissenschaft ist. Das war mir jetzt irgendwie nicht so klar, aber scheinbar schon. Ja, kannst du immer viel diskutieren. Ja, das stimmt. Frage 30 und wir bleiben bei den berühmten Menschen. Wie heißt die berühmteste Rede von Martin Luther King? Brammen. I have a dream. Ja. Hieß die so? Das ja. Wow. Ja, ist auf jeden Fall unter der bekannt geworden. Jetzt gehen wir auch in eine Kategorie, wo ihr euch prächtig auskennt und in keine Fettnäpfchen treten werdet. Kategorie Religion. Frage 31. Oh, da seh ich mich. Wie nennt man die Kette, bei der häufig das Rosenkranz. Ja. Ich wollte sagen, Kette des Anschreins. Scheiße, ey. Frage 32. Wie nennt man ein Rad oder eine Walze? Sepp. Was? Ein Johannes. Rad oder eine Walze, ein Konklave? Kann ich mal kurz fragen, was hat überhaupt hier mit, was hat denn Rosenkranz mit Popkultur zu tun? Das weiß ich auch nicht so was genau. Was hat eine Walze bitte mit Religion zu tun? Ist die Frage schon zu Ende gestellt? Nein. Also, wie nennt man ein Rad mit D oder eine Walze, die auf auch eine Papierrolle D. aufgedruckte Gebete oder Mantras brannt? Ja, für bitte. Nein. Was? Nein. Hä? Oder Mantras enthält oder außen mit solchen verziert ist. Ja, man kennt ja die Dinger, die man dann so auseinanderzieht, oder? Ja, aber was war so, hä? Ach so, man, was? Das ist doch bestimmt einfach der Tora. Ding aus... Nee, das Kleidung. Ja, Tora, hast du gerade Tora gesagt? Ist das, heißt nicht, das nicht so? Ist Tora nicht das Buch der Juden? Ja, das ist doch das Ding, was man so auseinanderzieht. Oder nicht? Nee, das ist so die Bibel, oder? Ein Rad oder eine Walze mit was? Mit Papier drauf? Kannst du nochmal erzählen? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Das mit den Fettnäpfchen habe ich auf jeden Fall gut eingeleitet vorher. Wie nennt man ein Rad oder eine Walze, die auf einer Papierrolle aufgedruckte Gebete oder Mantras enthält oder außen mit solchen verziert ist? Ich weiß es nicht. Es gibt auch ein Sprichwort, was dieses Wort enthält. Aha. Da gibt es ja auch nur drei von, ne? Ja, wenn jemand etwas sehr... Ja, ja, Klappe zu, Affe tot. Nein. Okay, das wenn jemand etwas immer wieder wiederholt, bis die Gegenpartei es endlich mal verstanden hat, dann sagt man, ah, das hast du jetzt aber schnell kapiert, vorgetragen. Was hast du jetzt vorgetragen? Das hast du jetzt aber vorgetragen. Ja, drei versuche ich hier zu helfen. 2-1, so ihr Idioten, wusstet ihr nicht? Gebetsmühle kann man ja wissen. Ach, ja, Trottel, alles klar. Frage 33. Ja, Geografie ist die nächste Kategorie. Ihr werdet auch ihr wieder richtig reinscheißen. In welchem Land liegt Timbuktu? In welchem Land liegt Timbuktu? Ja. Boah, das ist eine gute Frage. Das ist in der Nähe von Oldenburg, oder? Christian? Nepal. Nein. China. Nein. 100 Punkte jetzt verbrannt. Dankeschön. Christian? Mongolei? Nein. Gar keine Ahnung. Bram. Westsahara. Nein, das ist immer so ein Land, da seid ihr ganz stolz drauf, dass ihr das wisst, ne? Dass das ein Land ist. Ja, da kann man ja mal droppen. König Tritons 3, zack. Ich probiere auch eins. Tunesien. Nein, ihr seid auf jeden Fall... Wir waren gerade in Asien, jetzt sind wir in Afrika. Aber keiner weiß das, Jonathan, du könntest auch USA sagen. Afrika ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, guck mal. Guck mal, ja, dann Republik Kongo. Nein. Westsahara ist auch grundsätzlich schon mal die richtige Himmelsrichtung. Echt? Auf diesem Kontinent. Bram. Oh, Libyen. Nein. Marokko. Nein. Tja, das ist das, was wir schon hatten. Komm, Elfenbeinküste. Nein. Ist zumindest auch da. Grenzt aber daran. Aha. Christian. Mali? Ja! Richtig. Nice. Oh, ey, als ob. Hey, ich habe immer gedacht, das ist in Asien. Keine Ahnung, Alter. Ich habe auch gedacht, das wäre in Asien. Jetzt könnt ihr wieder glänzen, einer von euch zumindest. Frage 34 ist eine Schätzfrage. Achso. Wie hoch ist der Falserberg, die höchste natürliche Erhebung des osteuropäischen des europäischen Teils der Niederlande? Was? Was ist denn der nicht-europäische Teil der Niederlande? Sagen, ist das die Außengebiete? Ach so, ja, es gibt irgendwo ja eine Insel, die zu den Niederlanden gehört und wahrscheinlich einen größeren Berg hat. Ach so, eine, wie heißt das noch? Kolonie. Das ist der größte Berg von Holland. Genau, also der größte Berg des europäischen Niederlandes. Natürlich weiß ich den höchsten Berg vom Holland, Alter. Wo würde ich den größten Berg von Holland auf 2000 Meter getippt? Vermuten? Ich weiß, wo... Ah, nee, Moment, das war die Wanderdüne in Frankreich. Die Wanderdüne, ja. Die kennen wir auch, aber... Die hatten wir mal. Na komm, ihr seid doch Profis in Popkultur. Da müsst ihr doch auch wissen, wie hoch so ein Berg ist. Was ist das für Popkultur, Alter? Ja, aber ich frage mich gerade... Berg... Das ist ja nur eine Erhebung. Wird das wirklich als Berg bezeichnet? Ja gut, der höchste Punkt in den Niederlanden wahrscheinlich einfach. Also ja, der höchste Punkt, das könnte ja auch ein Haus in Rotterdam sein. Ja. Es ist, also er heißt Falser Berg, aber es ist die höchste natürliche Erhebung des europäischen Teils der Niederlande. So wird es zumindest beschrieben. Was ja, bestimmt so. Über dem Meeresspiegel. Ich kann Berge nicht einschätzen, das zack doch. 90.000 Kilometer. Also wenn alle du überlegst, Kevela ist 30 Meter über normal Null. Und das ist schon deutlich höher als alles, was in Holland ist. Und ich habe überlegt, ob das einfach minus 10 ist oder sowas. Weil die keine Berge haben quasi. Ja, richtig. Ja, okay. Die geringste Schätzung kommt von Brammen, 125 Meter. Dann gehen wir zu Jay, 222 Meter. Noll. Knapp dahinter Sepp, 231 Meter. Knapp dahinter Christian, 250 Meter. Und dann das Doppelte, Peter sagt 500 Meter. Na, wie los. Aber ich glaube, irgendwo Richtung Belgien oder so, gibt es da einen Berg bestimmt. Ich habe 500 Tippen, ey, ist das peinlich. Sorry. Also, der Falserberg hat eine Gesamthöhe über dem Meeresspiegel von 322,4 Metern. Und damit ist Christian am nächsten dran. Oder? Ja. Nee, ja. Doch. Ja, Christian. Ja. So weit weg, ey. Ich habe gerade kurz gedacht, damit geht er dann Peter. Das hätte ich irgendwie lustiger gefunden. Das wäre auch ein bisschen witzig. Damit auch Christian jetzt 100 Punkte, 3 hinter Brammen, der aktuell führt.
Peter 83, Sepp 77, Jay 71. Wir kommen zu Frage 35 und wir gehen in die Kategorie Bedeutungen. Auch klassisch, wenn man an Popkultur denkt, denkt man doch auch an das Akronym Bufdi. Was heißt das denn? Was? Christian. Ja, hier. Was für ein Ding und drückst auf den Button? Was? Was für ein Ding und drückst in der Sekunde auf den Button? Ja, hab ich auch gerade gedacht. Bedeutungen, also Bufdi. Ach so, ja, weil ich fange jetzt an zu interpretieren, aber so, Bufdi heißt. Was für ein Ding drücken? Bufdi ist im Sinne von. Pass auf, eigentlich ist gemeint, raucht ihr mal eine Tüte und eigentlich ist damit gemeint, komm mal runter. Das ist so österreichisch, Bufdi. Nein, es ist ein deutsches Akronym, Bufdi, B-U-F-D-I. Ich weiß nicht mal, was ein Akronym ist. Okay, wenn wir dann aus dem österreichischen, also ja, aber eigentlich im deutschen Sinne heißt es halt Rutschmannstück. Nein, es ist ein Akronym, das ist ein Abkürzung, also es ist B steht für Bitch. Ist Bufdi nicht eine Abkürzung für Knackis? Nein. Ich schreibe mal Bufdi nochmal bitte. Das ist Bufdi. Ja, fast. So, Bufdi, B-U-F-D-I. Also manche sehen das vielleicht auch als Ministerium Knast, für aber nee, unter die Entwicklung. Alles klein? Großes B, der Rest ist klein. Das macht auch Sinn, weil Digital es ist ein Wort. Also es steht, diese Abkürzung steht für ein Wort. Und Alter. Fängt mit BU an. Das Bundesministerium für Digitales. Das muss ja irgendwas sagen, was auch in der Popkultur ist. Wann sagt man denn du Bufdi? Besser digital. Dass ihr das nicht wisst, als Schande über euer Haupt. Ne? Überhaupt nicht. Also, dass ich das nicht weiß, ist in Ordnung. Jay. Andi ist ein Bufdi. Ich war nie Bufdi, weil das war da nicht mehr. Ich konnte es gar nicht sein. Doch, ich hätte es theoretisch sein können, glaube ich, Bram. Du machst ja so Zivildienstleistender? Aber das macht ja keinen Sinn. Wobei, Quatsch, nee, Moment, ich verwechsel das gerade. Der Chip-Bait! Was? Stimmt, das gibt's. Okay, dann nicht. Moin. Ich könnte es nicht mehr sein. Ich könnte es sein, ihr könnt es nicht mehr sein. Hä? Ach so. Was hast du jetzt gesagt? Nee, das war auf jeden Fall falsch. Habe ich gesagt. Hier, ich will schon das Wort haben, was dahinter sich. Hier, pass auf, wie ist das denn, nachdem Zivi im Bund abgeschafft worden ist, dann gab es doch diesen Ersatzdienst. Wie hieß denn der? Achso, der Ersatzdienst, weiß ich nicht. Ist das so ein Berufsdienst? Also hier Berufsdienst, also für die Bundeswehr? Nein, aber also wir nähern uns sehr nah an. Wieso kann Andi das noch machen und wir nicht? Ja, weil halt kein Zivi gab mehr. Es gibt ja keinen Wehrdienst mehr, deswegen konnte Andi das machen. Ich darf mich doch auch eintragen. Also ich kann jetzt auch zur Bundeswehr gehen und sagen, ey, hier. Ich weiß nicht, ob ihr das noch, weil ihr echt alte Methusalems jetzt mittlerweile seid, aber es kann sein, dass ihr es trotzdem noch tut. Du kannst dich doch trotzdem eintragen. Auch wenn es gar keinen Sinn ergibt, aber das freiwillige soziale Jahr? Nee, dafür steht, also ich will schon das Wort haben, oder? Du kannst das noch sein, oder? Du kannst das noch sein, dass es jemand, der in die Pubertät kommt. Falsch. Aber theoretisch zur Bundeswehr gehen kann doch jeder. Ist halt nur die Frage, ob du dann, also ich werde wahrscheinlich nicht mehr Jetpilot oder so. Ja, aber vielleicht kannst du kein Bufdi mehr werden. 5, 4. Bundeswehr Freiwilligendienst. Das hast du jetzt gegoogelt. Sag das nochmal, Sepp. Als ob. Bundeswehr Freiwilligendienst. Das kann ich so nicht gelten lassen, aber es tut mir sehr leid. Okay, wo könnte da der Fehler sein? 2, 1. Oh. Okay, pass auf. Dann Bundeswehr und Freiwillige Dienstinstitution. Nein. 3, 2, 1. Ich schließe es. Es ist der Bundesfreiwilligendienstler. Nicht der Bundeswehr-Freiwilligendienst, sondern der Bundesfreiwilligendienst. Ja, das ist ja schon ein Unterschied. Weg, ne? Ja, aber der ist bei der Bundeswehr, ne? Nee, eben gerade nicht, sondern es ist quasi der Ersatz für das freiwillige soziale Jahr seit der Abschaffung der Wehrpflicht. Genau, also es ist genau so. Schon sehr pingelig. Bufdi kannst du werden, seitdem es die Wehrpflicht dann nicht mehr gibt. Aber kannst du als ehemaliger wehrpflichtiger Bufdi noch werden? Es ist auch für Erwachsene über 27 Jahre offen, das heißt auch für euch und wahrscheinlich könnt ihr das dann, weil ihr wart ja alle beim Bund, ne? Ja, ziemlich. Nee, war ich nicht. Und deswegen könnt ihr das dann auch machen. Habt ihr nicht an der Waffe gedient? Nein. Ich habe auch nicht. Nur im Videospiel. Zivi gemacht. Nur in Amerika. Ich war cool. Nee, ich habe da einmal geschossen, das fand ich gruselig. Okay. Das ist mega gruselig, danach hatte ich Albträume. Dann ist der andere Dude umgefallen, einfach das kurz ganz strange. Kurz an die Tür. Weitermachen. Die. Mal kurze Pause. Kommen wir zur Frage 36 und das ist immer noch die Kategorie Bedeutungen. Wie heißt die Übersetzung
des Wortes Prost oder Prosit auf Deutsch? Ha. Die Übersetzung von Prost? Christian. Wünscht der Prostata alles Gute. Nein. Leider nein. Bram. Auf dass du nicht vergiftet bist. Weil dann haben wir das auch gemacht, oder? Gesundheit, Sepp. Ja, Gesundheit. Hat doch so stark angestoßen, immer mit Prost, dass die Getränke in das Glas des anderen übereinander überschwappen. Oh, smart. Genau, und damit halt man sagen konnte, alles ist ohne Gift. Hätte ich gesagt. Also damit ist es giftfrei oder irgendwie sowas. Klingt logisch. Ich glaube, das kommt dem schon ansatzweise so in die Nähe. Deswegen lasse ich das mal gelten. Es ist eine lateinische Wunschformel. Es kommt auch dann Wohlsein, kommt da auch dazu, es sei zuträglich sozusagen, bedeutet es ganz exakt übersetzt, aber also das, was du gesagt hast, ist zwar jetzt auch nicht ganz korrekt, aber es geht schon mal in die richtige Richtung, dass es halt eben dem Menschen positiv ist. Da werden nicht nur zwei Augen zugedrückt mal wieder. Ich finde auch, da ist viel näher dran als Bundeswehr-Freiwilligendienst. Da ist mir klar, du hast Frage 37. Aus welchen Worten besteht das Kofferwort Flummi? Flummi. Yes. Ein Kofferwort. Was ist ein Kofferwort? Aus zwei deutschen Wörtern. Ein Kofferwort ist ein zusammengesetztes Wort, das heißt... Ganz einfach, Flutsch und Gummi. Gummi ist schon mal gar nicht so schlecht. Fliegen und Gummi. Ja, fliegendes Gummi. Scheiße. Das ist ein Flummi. Nice. Aber Christian, du hast mir nichts vorgesagt, Gummi hatte ich schon im Kopf. Das dachte ich mir auch, das Flummi war das Problem. Frage 38. Was ist ein Karlauer? Christian. Schenkelklopfer, also ein schlechter Witz. Ja, das kann man auch so gelten lassen. Ja, also eigentlich ein einfaches, meist unsinniges Wortspiel mit Wörtern unterschiedlicher Bedeutung von gleichem Klang oder gleicher Schreibweise. Zum Beispiel, egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Zum Beispiel das. Aber ist meistens ein schlechter Witz, deswegen lasse ich das so gelten. Frage 39. Wir gehen in die Kategorie Mythologie. Danke. Welche Gestalt der Popkultur? Ja. Christian. Ich nehme jetzt mal den deutschen Michael Jackson und sage Siegfried. Oh, nein. Oh, cool. Ramen? Aber ich bin trotzdem Herkules. Nein. Welche Gestalt der griechischen Mythologie brachte den Menschen das Feuer? Oh. Ramen. Maui. Nein. Was hat er gesagt? Maui. Das Feuer war ja. Wer könnte das Feuer? Wer brachte denen das Feuer? Christian. Wäre mal ganz simpel gestrickt und sagt Hades. Nein. Schade. Ramen. Was mit Ares? Nein. Wer könnte der Gott des Feuers sein? Ich habe da mal ein Referat über den gehalten in der Schule, aber das wird euch nichts bringen, weil ihr da nicht anwesend wart. Ja, ne. Kannst du das aber vielleicht nochmal für diesen Kanal wiederholen? Hätte man vergessen. Nee, kann ich nicht wiederholen. Habe ich damals meine einzige, glaube ich, 1 in Latein. Zeus. Naja. Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe das. Prometheus. Oh mein Gott. War der nicht für Wasser zuständig? Ja. Ich auch. Ja, das ist Poseidon. Das ist Poseidon. Poseidon. Okay. Fängt auch mit P an. Das ist Wasser zuständig. Das ist der Zuständigkeitsbereich. Frage 40. Vervollständigt bitte den Satz von Hesiod, dem Verfasser des Lehrgedichts Werke und Tage. Und der Satz geht so. Vor die Tugend haben die unsterblichen Götter. Vor die Tugend. Vor die Tugend haben die unsterblichen Götter. Was kommt danach? Gekackt. Gebumst. Hab ich in meinem Leben noch nie gehört. Ja, ehrlich, auch nicht, glaube ich. Popkultur ist ja next. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann schließe ich das, den Schweiß gesetzt. Okay. Ach, den Schweiß? Ich hätte gedacht, den Mensch. Natürlich. Tja. Frage 41 jetzt aber. Kategorie Computerspiele. Wie heißt das Videospiel der Bild- und Tonfabrik, die unter anderem auch das Neo-Magazin Royal produzieren? Was? Produzierten. Wer ist denn die Bild- und Tonfabrik? Die unter anderem auch das Neo-Magazin Royal produziert. Ach, so heißt die haben Videospiel die gemacht? Ich dachte, das ist jetzt nur die Firma, die haben ein Videospiel gemacht, Firma. Ja. Also die Firma, was das für eins ist. Weiß ich nicht, ich habe es nicht gespielt. Ich habe da noch nie von gehört. Doch. Das hast du gespielt. Doch, du wurdest sogar von Jan Böhmermann, glaube ich, deswegen damals retweetet. Ach, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich da ein Video zu gemacht? Das ist ein krasser Tipp. Mit Sonnenbrille. Ja, wirklich.
Komm, Peter, jetzt muss er auch drücken, ne? Die haben Cyberpunk gemacht, oder? Wenn dir die Antwort quasi gesagt wird, Pete, muss jetzt auch. Muss das ich weiß aber nicht, wie das heißt. Mapeda, ey. Ja, ich glaube, in dem Spiel machen. Oder auf dem deutschen Computerspielpreis gespielt, ein Adventure ist das, okay. Was für ein Adventure ist denn das? Point-and-Click-Adventure. Boah, da oh, ist nee, das niemand, Alter. Harvest neue Augen. Oh, doch, warte mal, war das nicht dieses Nachkriegszeit-Point-and-Click? Nee, das war das nicht auch mit Jan Böhmermann und so? Nee, die haben doch die Synchronsprecher, Synchronstimmen gemacht. Ach so. Also, ich erinnere mich, dass das auf dem deutschen Computerspielpreis lief. 5, 4, 3, 2, 1. Und dann schließe ich das. Trüberbrook. Oh, ja. Stimmt. Ja. Noch nie von gehört. Peter hat da durchgespielt, glaube ich. Nee, das habe ich nicht. 100%. Er war ein großer Fan davon. So wie du von Monkey Island, ne? Nee, hier, ich bin hier. Wie heißt das mit dem komischen Tentacle? Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Frage 42. Welcher Publisher veröffentlichte 2001 die Göttersimulation Black and Zepp? Das war natürlich Black Entertainment. Nein. Ach komm! Ja. Ach, komm. Lionhead. Nein. Ja, das ist das Studio gewesen. Das ist der Entwickler. Ja, nein. Welcher Publisher? Ja, EA. Oh, Mist, darum ging's. Mm. Brammen führt trotzdem 122 Punkten, vor Christian 118, Peter 112, Sepp 93, Jay 89. Wir kommen zur Frage 43. Wir gehen in die Kategorie Filme. Wer spielte die Hauptrolle in der Harry Potter Filmserie? Peter. Daniel Radcliffe. Eine Serie? Ja. Ja, es ist eine Serie von Filmen. Oh ja. Mein Gott. Also nach solchen Fragen wie hier vor die Tugend haben die unsterblichen Götter, dann Daniel Radcliffe. Naja. Das ist halt unberechenbar an die. Ich hätte das nicht gewusst. Ja. Frage 44. Welches Artefakt sucht Indiana Jones im dritten Teil? Das ist natürlich die Bundeslade. Nee, das ist im ersten. Das ist der erste Teil. Fuck. Hm. Die Büchse von Pandora. Im dritten. Christian. Den Heiligen Gral. Ja. Das ist es. Mann, ey. Damit Christian jetzt in Führung. Ein Punkt vor Brammen. Uiuiui. Wir haben aber noch 6 Fragen. Frage 45. Kategorie Wissenschaft. Wie heißt im internationalen Einheitensystem, also dem SI, die Maßeinheit des Drucks und Sepp? Pascal. Ja. Und? Und der mechanischen Spannung. So, ist auch Pascal. Deshalb war es nicht bar. Richtig, sehr gut. Stark. Frage 46. Von welchem griechischen Philosophen stammt der Satz, alle Menschen streben von Aristoteles. Von Natur aus nach Wissen, richtig, Aristoteles. Und damit auch Sepp jetzt über 100 Punkte. Ja. Ich bleib bei den 90. Wir gehen in die Kategorie Technik. Frage 47. Ich bin 90. Wie nennt man aus Holz, Sperrholz, glasfaserverstärktem Kunststoff, Kohlestoff? Das müsste doch Carbon sein. Nein. Kohlestoffverstärktem Kunststoff oder ähnlichen Materialien, selbst konstruierte oder aus vorgefertigten Bausätzen. Seifenkisten. Boah, sehr gut. Natürlich. Ach, ich dachte, gehen jetzt hier ab. Oh, Scheiße, Alter. Wie kommt man denn jetzt auf Seifenkisten? Drück auf die Bremse, Seifenkisten Junge. Der hat immer noch Materialien aufgezählt. Ja, ne? Technik. Die Funktion hat mir noch gefehlt. Ja. Na, vierrädrige Kleinfahrzeuge wären da noch gekommen, die antriebslos sind und auf abschüssiger Strecken allein durch die Hangabtriebskraft bewegt werden. Sehr technisch beschrieben auf jeden Fall. Frage 48. So Sprache verstehe ich. Welcher Sprengstoff könnte namentlich auch ein Feld eines Schachbretts sein? C4. Ja. Kann ich was. Zu langsam. Weiß. Damit Peter jetzt gleich Alter, auch ist ja voll mit Brammen. Spannend. Ja, es wird noch spannend da vorne. Und Christian nur einen Punkt vor Peter und Brammen. Wir kommen zu den letzten 2 Fragen aus der Kategorie Medien. Und die Frage 49 ist eine Schätzfrage. Oh, Doppelblatt. Also eine davon tippen. Wieder Schätzfrage ist. Wie viele regionale und lokale Zeitungen werden täglich im Durchschnitt verkauft? Da sind E-Papers mit eingeschlossen und der Stand ist das Jahr 2022. Weltweit? Wie viele da würde ich sagen in Deutschland wahrscheinlich. Ja, es ist in Deutschland. Wie viele regionale und lokale Zeitungen werden täglich im Durchschnitt verkauft? Also täglich
regional und lokal. E-Paper sind. Ja, weißt du was? Rheinische Post wäre schon eine lokale Zeitung, oder? Ja. Ist eine lokale. Alles, was nur Deutschland betrifft, Peter. Ich glaube, die Welt ist doch auch. Ist nicht so, dass du die immer in den Briefkasten gesteckt bekommst? Ja, das gibt's auch. Das sind Werbung. So Blätter, aber die können ja da nicht reinzählen, weil du nicht kaufst. Niederrhein-Nachrichten. Ja, aber Rheinische Post ist das doch. Die Rheinische kostenlos. Post kostet Geld. Die kannst du abonnieren und dann bezahlst du dafür, dann ist das natürlich auch verkauft. E-Paper zählen auch dazu. Tja. Und es geht nur, ne, denk dran an regionale und lokale Zeitungen. Ja, das ist halt also so die nicht Frage. Überregional. Also ne? Kevlarer Blatt habe ich jede Woche 150 Exemplare in Twistchen verteilt. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Rheinische Post auch überregional ist. Ja klar, wenn das ein Lokalteil hat. Düsseldorf, Neuss. Alter, ja. Kein Plan. Aber die Sportbild macht halt auch ganz deutschlandweite Nachrichten. Die Lokalteile sind immer ausgetauscht. Deswegen kann ich dir gar nichts einschätzen. Kann das auch nicht. Das ist aber schade. Täglich war das, ne? Oh fuck. Täglich, regional und lokal. Einigt euch doch einfach auf eine Zahl, dann habt ihr alle dasselbe. Oh. Wunderschön. So viel Müll wird jeden Tag einfach produziert. Ja, das sind ja E-Paper bei. Ich finde das mittlerweile gut. Bei uns gibt es keine Werbung mehr, die mit reingetan wird, weil du das eh per App nachgucken kannst. Also ja. Just in diesem Moment habe ich die Klappen gehört von unseren Briefkästen gerade draußen. Wieder Müll drin. Also. Okay. Alle haben eingeloggt. Die geringste Schätzung kommt von Jay. Sepp. 98.765, ach du sagt okay. Er. Dann kommt Jay mit 670.000. Okay. Oh, da liegt viel Platz dazwischen. Peter sagt 1,5 Millionen, Christian sagt 4 Millionen. Oh Gott, und Bram ist noch höher mit 7.500.000 und 10 Zeitungen. Kann richtig sein. Es sind insgesamt in Deutschland jeden Tag 9,67 Millionen Ausgaben und damit noch mehr, als es das Bram sagt. Nehme ich. Okay. Sehr gut. Ja, 5 Problem. Punkte für Bram. 129 doch, jetzt. Ihr müsst doch mal ein bisschen anstrengender. Das bedeutet, Christian kann Bram noch überholen bei der nächsten Frage. Peter kann gleich ziehen. Je nachdem, wenn öfter mal falsch geantwortet wird, natürlich dann auch trotzdem noch überholen. Und wir kommen zur Frage Nummer 50. Wo ist der Sitz der Rundfunkanstalt ZDF? Christian. Mainz. Scheiße. Ja, richtig! Ja, 130 Punkte für Christian und damit gewinnt Christian diese Ausgabe! Stark! Sehr gut! Alter, wie schnell du warst! Boah, richtig gut, ey! Ja, das war stark! Richtig nice! Sehr gut! Herzlichen Glückwunsch, Christian, Bram 129, einen Punkt dahinter, Peter 124, Sepp 108, Jay 91. Lust. Ja. Das waren die 50 Fragen. Dankeschön fürs Vorbereiten sein. Und Dankeschön an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss.